Hallo und herzlich willkommen. Wow, zu Let's Play Minecraft Die Insel 2. Mit mir, den Zedric Elsius. Die Inselkoordinaten habe ich mir hier. Die schreibe ich mir nochmal auf. 8226-64. So, habe ich mir aufgeschrieben, ganz schnell. Es ist nachts, wir dürfen nicht schlafen. Wir haben hier ein bisschen was. Ich muss ja immer mal ein bisschen rumgucken. Mal kurz in meinen Dark gucken. Wir haben Eisenrüstung, es gewittert. Wir haben uns hier gebratenes Schweinefleisch organisiert. Wir haben eine Eisenspitzhacke, Schaufel. Haben wir Diamanten-Eisenschaufel, die geht fast kaputt. Wir haben Steine hier, 1, 2 Schaufeln. Ich muss immer mal gucken, dass hier nichts spawnt. So, Sticks haben wir jetzt keine. Müssen wir uns mal ganz kurz machen. Und ich verfluche euch Monstren, wenn jetzt was kommt. So, wir gehen rein. Hier ist Kohle. Kohle lassen wir mal geschwind hinter uns. Okay, Zombies. Ich höre Zombies. Ein bisschen länger her, wo ich die Insel gespielt habe, deswegen muss ich schon mal ganz kurz den PC etwas verrichten. So, dass ich ihn mehr sehe. Hier ist Kohle auf jeden Fall. Ich sehe ja nix. Geht das? Warte mal. Ich gehe mal kurz ins Hauptmenü. Ich muss mal kurz das Fenster zumachen. So, das Mikro wegstellen, ganz kurz. Und den Vorhang rüberziehen, dass wir es das ein bisschen dunkler haben. Oh. Upsala. Oh, wahrscheinlich gerade ein wenig laut. Und jetzt tun wir hier wieder die Insel starten. Und ich glaube, jetzt kann ich auch mehr sehen. Aber jetzt kann ich viel, viel mehr sehen. Sehr gut. Sehr gut. Hab gerade wahrscheinlich den Gewittersound etwas abgeschnitten. Wir haben keine Fackeln, fällt mir gerade auf. Ohne Fackeln gehe ich hier nicht runter. Deswegen bauen wir doch mal die Kohle ab. Hier ist jetzt keine Kohle mehr. 11 Kohle. Hier ist auch nichts mehr drin, ne? Wow. Habe ich mich jetzt erschrocken. Aber Eisen. Holz mit? Ja, Hammer. Hi, da dauert's. Wir machen jetzt erstmal hier einen Abflug. Erst einen Abflug machen. Uiuiuiui. Uiuiuiui, hier ist Kohle. Die Kohle ist wirklich hoch und heilig, ne? Die Kohle ist hoch und heilig. Mal so ein bisschen den Gewittersound verschlingen. Da habe ich nämlich jetzt erstmal meine Festplatte aufgeräumt. Die war nämlich sehr, sehr zugestopft mit Dingen, die schon sehr alt waren,
die bis in den August letzten Jahres gelten, so manche Aufnahmen, die auch teilweise sehr groß waren. Da ist ein Creeper, den haben wir jetzt schon gepolt. Guck mal, der sitzt dort so schön, haben hier einen Bogen dabei. Ja, Hammer. Müssen wir ein bisschen aufbuddeln. Der dritte. Genau. Da ist der weg. Jetzt haben wir auch keine Pfeile mehr. Müssen wir das Skelette töten. Okay. Da ist auch eine schlechte Variante rauszugehen. Aber ich glaube, müssen wir uns mal hier runterbauen. Das war eine schlechte Idee, das so anzugehen. Die Idee gefällt mir schon besser. Sollen wir erstmal hier eine Werkbank schaffen, die wir hier runterstellen. Und wo wir ein paar Fackeln haben. So. So. Und so. Das müsste erstmal reichen. Das Questbuch haben wir dabei. So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Wie haben wir die Fackeln gesetzt? So, dass man. Also Fackel rechts. Fackel rechts. Rechts. Hier unten. So. Alto Belli. Hier oben können wir da raus. Setzen hier trotzdem mal eine Fackel zum Ausleuchten. Und hier geht es weiter runter, weiter tiefer runter. So. So. Hier sind Skelette. Wenn man von Teufel spricht. Brauche deine Pfeile. Und dort hinten sind Pilze. Aber ich habe hier vorne erstmal Eisen gesehen. Wo war das hier? Eisen ist auch hoch und heilig hier. Den brauchen wir noch ganz viel, den Rohstoff. Schöne Spinne, ist wahrscheinlich irgendwo ein Spin-Spawner. Glaube ich jetzt mal. Es kann natürlich auch einfach eine Spinne sein, die hier gespawnt ist. Hier ist auch noch Eisen. Super. Super. So. Hier ist noch Kohle. Kann ich auch noch abbauen. Da geht die Spitzhacke nämlich gleich kaputt. Bin so gut wie jetzt. Dann haben wir noch eine Eisenspitzhacke. Geht das etwas schneller? Und ich gucke jetzt erstmal hier, ob irgendwas ist, indem ich hier drüben meine Fackel aufstelle. Mir einen Eimer mit? Nein. Hier ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Okay. Hier war auch jetzt nichts weiter. Das haben wir alles mitgenommen. Hier ist Flapsi. Guten Tag. Okay. Ich will hier mal auf den Boden noch eine stellen. Und da gehen wir jetzt mal hier runter. Gleich Eisen. Sehr vielversprechend. Und das ist Creeper. Bam! Hat's gemacht. Noch ein Creeper, kommt die irgendwie hoch? Ich Pfeile? Nö. Auf dem Kopf, oder? So, kommt hier irgendwas von hinten? Muss ich auch aufpassen.
Bin das tot? Der zweite auch, oder? Ist da noch irgendwas? Da hinten? Nee? Da können wir ja eigentlich nach unten gehen. Eigentlich. Oh, die Fackel wegmachen, das ist immer eine schlechte Idee. Müssen wir hier hinten ausleuchten, diesen Gang. Wo immer mich da auch hinführen wird, es ist eine Sackgasse. Das Eisen hier mitnehmen. Das von uns Stein. Alles gut. Jetzt Kohle, jetzt noch mehr Eisen. Eisen haben wir jetzt schon richtig viel. Richtung. Das waren die Creeper, die Erfahrungspuppe. Okay, geht's nicht mehr weiter. Können wir ganz entspannt hier die Kohle abbauen. Und noch mehr Eisen. Cool. Zombie. Aber das ist jetzt noch nicht unsere Angelegenheit. Wir brauchen erstmal Rohstoffe. Da ist der Zombie uns jetzt erstmal egal. Wir wollen den ja nicht finden. Die sollen Wenn dann uns finden und wir sollen den Wenn dann auch die bekämpfen können. Deswegen sind Rohstoffe da erstmal die bessere Sache. Wir sind Höhe 33. Aber keine Diamantenebene, oder mehr? Ich habe Kohle gesehen. Fast übersehen, hätte ich die Fackel nicht gesetzt. Weil die Kohleflöße, die haben auch ein was Gutes. Vielleicht decken wir da einen neuen Höhlenabschnitt auf. Und soll ich sagen, kommt er etwas noch tiefer, weil es so runterbuddeln ist das eigentlich nicht so mein Ding. Zur Not müssen wir das natürlich auch mal machen, um an Diamantas zu kommen. Aber naja. Hier wird der Zombie aber dennoch auch Laterne vor allen Dingen. Hier ist er richtig laut. Naja, lass mal das Ganze. Lassen wir das Ganze an dieser Stelle. Wir noch irgendwo eine Richtung, wo wir laufen können. Dort hinten war Sackgasse. Hier gehen wir erstmal ausleuchten. So. Ich dass uns hier noch was spawnt, wenn wir dieses Eisen abbauen. Man muss immer gespannt sein. Gespannt, sage ich. Gebannt sein auf das, was hinter dem Hügel ist. Hinter dem Horizont, auch gesagt. Denn das kann. Oh. Oh. Musik vergessen. Auch mal hübsch. Unten waren wir schon. Und hier ging es nicht raus, sondern da ging es raus. So, hier ist die Werkbank. Da oben ist noch Kohle. Guck mal, hier ist noch Kohle. Oder? Naja. Komm, lass mal das mal da. Hier ist auch noch Kohle.
Ach, hier waren wir. Ah ja. Wo geht's hier hinten lang? Waren wir hier schon? Anscheinend schon. Hier waren wir aber anscheinend noch nicht. Da geht's auch ganz schön rein, oder? Ist das wieder nur so eine Scheinhöhle? Lass mal das Wasser dicht machen. Komm, hier kann aber so nach oben kommen, ne? Schon heimtückisch hier. Ja, die geht hier noch weiter. Aha. Da ist er doch. Meint mir den? Ja, 53? Nee, eigentlich nicht. Mal gucken. Oh, das sieht sehr ausgeleuchtet aus. Okay. So ein Geheimgänge hier, ne? Ganz andere Höhle. Und die mündet dann in der, wo wir schon waren. Wenn ich irgendwas übersehe, dann ab in die Kommentare damit. Wo das immer ein bisschen blöd ist. Die dann hier zu. Lass mal was essen. Nachzuvollziehen, weil die schon ein bisschen zurückliegen, aber es ist immer besser, darauf hingewiesen zu werden, als wenn man das doch dann planlos vergisst. Guten Tag, der Herr. Geselle. So, da geht's noch weiter. Aber hier geht's nicht weiter. Dann haben wir doch einfach mal die Chance, die Höhle weiter zu erforschen. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, das Eisen abzubauen. Guck mal, hier geht's nach draußen. Outdoor, auch genannt. So. So. Das Eisen dann noch mitnehmen. Nur aufpassen, dass man nicht nach unten fällt. Das kann mal ganz schnell passieren. Jetzt ist es kein Eisen mehr. So, hat man hier irgendwo was gesehen? Ganz viel Kohle. Jetzt schon richtig viel Kohle, aber Kohle ist eh nie. Hat man eh nie genug. Ja. Wird immer wieder gebraucht. Ist leider kein nachwachsender Rohstoff, deswegen muss man immer weitere Wege gehen, um an Kohle zu kommen. Und wenn man dann mal ein riesengroßes Ozeanbiom hat, so wie wir hier auf die Insel 2. Das ist das Problem, dass man nicht so gern im Wasser danach sucht, weil man ertränkt werden könnte, beziehungsweise noch näher davon, weil wenn man sich da einmal rausbaut und denkt, ach komm, schaffe ich noch ein bisschen hoch, ja, dann schaffen wir es doch nicht. War ganz schön Zufall, dass wir es geschafft haben. Es würde mich trotzdem noch interessieren, was hier dahinter ist, ne? Aber es wird wahrscheinlich gleich Nacht werden. Das heißt, die Folge ist dann auch gleich um. Immer so schön, wie ich Wasser zubaue, aber die Lava ist sicherer. Ne? Vielleicht können wir die irgendwann nochmal verwenden, wenn die Zeit reif ist. Oder so. So bekämpft man einen Creeper.
Und wir haben jetzt keine Fackel mehr. Und das bedeutet, die Folge ist um, meine lieben Freunde. Oh, ein Schwein. Ein Schwein. Mal gucken, wo ist unser Platz hin mit den Fackeln? Nicht so verirren hier. Muss er irgendwo sein. Am Berg. Warte mal, ich geh mal mit in die Höhle. Oh, wenn es Plan uns fährt. Ah, ein Zombie. Ein Zombie, ein Creeper. Und eine Spinne. Oh, Tabba. Ach, komm. Lass mal das mal. Das Problem ist, wir haben uns jetzt unter einem Baum hochgebaut. Und das ist sehr schwierig zu finden, wo das jetzt ist. Verdammt. Das ist nicht so schön. Sowas brauchen wir, also einen Höhleneingang auch. Wie jetzt ein Bleistift. Ah, der ist dunkel. Der Höhleneingang ist dunkel. Alter, da habe ich mich jetzt erschrocken. Uiuiuiui. Na gut. Eine Hexe! Renn! 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 Die hat es nicht getroffen. Ah, Skelette? Ich bin zur nächsten Folge, meine Freunde. Ah, alles geht in den Gegner.